Aussehen? Yep, ganz genau. Gespielt von unserem lieben Blacktails im 6er, 7er, 8er Matchmaking. Okay, mit einem Carrier dabei und Gede Aviere, Le Fantastic mit 3 DDs. Okay, in Ordnung. Sieht ja ansonsten erstmal okay aus. So, wie schaut denn das Schiff aus, Leute? Wollen wir mal gucken hier? Ja, schön, schön, schön. Deutsche Flagge sehe ich. Ah, sehr gut. Schöne Flagge, genau. Ja, okay. Und? Ja, sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. Okay, so. Ansonsten, was fällt euch auf? Die Map sieht erstmal schon mal sehr schön aus, oder? Mensch, so schön im Abendlicht. Wenn das mal nicht hübsch ist, Leute, weiß ich auch nicht mehr. Ja, gut, okay, dafür sind wir aber nicht hier. Was haben wir? Also die Brandenburg hat relativ kleine Guns. Leute, nicht 380er wie die Tirpitz. Und das bedeutet, wir overmatchen natürlich nicht. Nichtsdestotrotz ist das dieselbe Streuungsellipse, wenn ich richtig in Erinnerung habe, wie von der Tirpitz. Und wir verschießen in dieselbe Streuungsellipse 12 Granaten im Verhältnis zu 8. Das führt dazu, dass wir, obwohl wir keine bessere Steuerung haben, fairerweise einfach, ja, das Gefühl habe, dass die ganz genauer sind, weil, ne, ein blindes Huhn, wie war das, ein blindes Huhn trifft auch mal ein Korn oder so ähnlich. Wenn man natürlich mehr Guns in dieselben Kreis reinballert oder mehr Kugeln am Ende da ankommen, wo man hinschießt, dann führt das natürlich dazu, dass wir logischerweise hin und wieder auch mal besser eine Zitadelle treffen können. Ansonsten, was fällt mir hier auf? Also wir haben 12,7 Kilometer Concealment, das ist gut. Unsere AA ist jetzt nichts Besonderes, das ist in Ordnung. Wir haben Secondary, mache ich mal an, 11,5 Kilometer ist also auf jeden Fall geskillt hier. So sollte es sein. Brandenburg sollte auf jeden Fall geskillt sein. Hier müssen wir auf jeden Fall mit der Umschalttaste arbeiten, Leute. Lasst euer Mausrad bitte zu Hause. Umschalttaste, Leute, Umschalttaste. Mit der Umschalttaste seid ihr nämlich schneller. Da wäre nämlich genau das, was hier gerade passiert wäre, nicht passiert, dass ihr die Shots schneller rauskriegt und damit dann auch in Situationen, wo der Gegner nicht so weit offen ist oder nicht so schnell offen ist, besser schießt. Hier arbeiten wir jetzt mit der Umschalttaste. Okay, dann war es wahrscheinlich nur am Anfang so. Aber passt, in Ordnung. Z31 kriegt hier schon ein bisschen Secondaries ab. Wir sehen ja auch auf jeden Fall, Herr Lütjens muss hier drauf sein. Warum ist das so? Wir sehen rote Tracer. Jo, schon ordentlich getroffen, die Z31 immerhin. Mit Secondaries dreimal schon. Ja, das ist gut. Ziehen hier ansonsten schön auf die Flanke, okay. Okay. Fantastik ist vor uns auf. Ja, ansonsten ist das natürlich, muss man fairerweise einfach sagen, Leute, ist das ein Concealment und eine Secondary Range, mit der man wirklich arbeiten kann. Ja, also ihr seht es ja selber, wir haben 12,7 Kilometer Concealment, 11,5 Kilometer gespeckt Secondaries, da ist jetzt nicht so ein großer Gap dazwischen, das ist vollkommen in Ordnung. Ansonsten hat die Brandenburg leider nur 58.800 Leben, das ist ein bisschen wenig, sage ich euch ganz ehrlich, Leute. Das werden wir auch merken, vor allem im 8er Matchmaking. Ihr müsst zwar vergleichen, Leute, ihr kommt damit in 10er Gefechte, wo manche Schiffe 106.000 Leben haben. Das ist doppelt so viel wie ihr. Was wollt ihr gegen so jemanden tun? Das ist halt schon viel, muss man einfach so sagen, was euch da fehlt. Aber dafür haben wir hier halt ein Schiff voll gepackt mit coolen Sachen. Ne? Also wir haben Torpedos, wir haben gute Secondaries, die auch einigermaßen genau sind. Oh, wir schießen jetzt hier auf die Cleveland, das finde ich sehr, sehr schön. Schöne Shots, leider ein bisschen wenig Lead. Aber reicht nicht für eine Zitadelle, reicht nicht für eine Zitadelle. Und da seht ihr halt auch, ich glaube, das sind 305 mm, die wir hier verballern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, 305 mm mit 25,9 Sekunden jetzt. Die Rechner natürlich, die haben man natürlich nicht den krassen Pen und alles, also da fehlt dann natürlich immer ein bisschen was.
wenn so ein Cruiser Breitseite fährt. Prinzipiell habt ihr hier sicherlich aber größere Chancen, Zitadellen zu machen, auch auf Kreuzer, die Breitseite fahren, im Verhältnis zu einer Tirpitz, weil ihr halt einfach mehr Guns habt, die zwar nicht den guten Pen haben, die aber dafür mehr Guns haben und dadurch auch hin und wieder mal eine Zitadelle treffen. Spannende Spielweise hier ansonsten. Also wir fahren erst nach vorne, jetzt drehen wir wieder um, obwohl wir hier eine Doria vor uns haben, eine Galisonaire. Also wir lassen die Mitte hier relativ weit offen. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Man muss halt auch fairerweise sagen, hier in der Mitte fährt da irgendwie eine Massachusetts durch. Den meine ich jetzt nicht, aber hier in der Mitte, da sollten wir eigentlich immer einen Schlachtschiff zu stehen haben. Die Fuso, wenn die sich hier hingestellt hätte, hätten wir hier unten wenigstens schon mal ein bisschen Crossfire gehabt. So haben wir das jetzt gar nicht. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ansonsten, Leute, ist bis jetzt noch nicht viel passiert, ne? Wir haben 14.500 Schaden, sind bald 6 Minuten im Gefecht. Also vieles anders, ne? Ja, hier jetzt wieder mit Mausrad. Ja, ein bisschen, das dauert mir halt zu lange, ne? Mit der Umschalttaste sieht man das schneller. Da sieht man auch schneller dann den Nebel oben aus dem Schornstein, dass der hier rückwärts fahren wollte. Hat man auch schneller gesehen. Da wären die Shells bestimmt noch besser gekommen. Lumex. Schießen ja auch mit AP. Ich glaube, bei dem Schiff ist tatsächlich hin und wieder auch mal ratsam, einfach mal umzuladen auf Grundlage des kleinen Kalibers. Ansonsten, ihr seht es aber auch selber, ne? Also die Streuung, das ist hier schon. Also, ihr habt da einen Kreis, Leute, und da ist überall, da sind überall alle Schüsse drin. Also hier ist weder vertikale Streuung noch horizontale Streuung noch sonst irgendeine Art und Weise der Streuung irgendwie gut. Das muss man einfach mal sehen. Das war jetzt 14,5 Kilometer, das war noch so weit entfernt irgendwie, dass das jetzt irgendwie 18 Kilometer werden oder so. Oder 20 Kilometer und von daher, ja. Wir sind jetzt wieder auf die Numax. Bin gespannt. 17.000 Schaden haben wir. Welt sah ansonsten ganz gut aus. Boah. Torpedos auf Steuerbord. Boah, ja, Dicke ist auch anders, ne? 2.000. Wir haben jetzt jemanden im Cap drin. Jetzt die Frage, was tun wir? Die Terrible fährt auf jeden Fall Richtung unser Cap. Die Galisonaire scheint auch Richtung unser Cap zu fahren. Das gefällt mir gut. Dann müssen wir es nicht selber tun. Entschuldigt bitte, Leute. Mal kurz einen Schluck trinken. Ja, genau. Und dann stirbt die Terrible gegen die Fantastik. Und damit können wir uns eigentlich überlegen, was wir machen. Wir müssen eigentlich Richtung Cap. Ne? Also wir können auch auf die Galisonaire hier auch noch mit vertrauen. Aber die Chance ist, sagen wir mal, gegeben auf jeden Fall, dass die Galisonaire auch noch mal was Dummes macht. Und dann haben wir auf jeden Fall Probleme. Das sollte man nicht riskieren. Deswegen gefällt mir das sehr gut, was hier passiert. Wir fahren Richtung eigenes Cap. Schießen jetzt auf die Fantastik, natürlich mit AP. Das ist das, was ich meine. Hier hätten wir ruhig auch mal umladen können. Aha, ey. Weiß nicht, ob wir hier treffen. Das es hat leider angewöhnt hier anscheinend mit dem Mausrad. Öfter mal wird auch einfach so mit der Umschalttaste gearbeitet, aber oftmals auch mit dem Mausrad, das ist nicht gut, Leute, immer Umschalttaste, ja, nochmal, dann höre ich auch auf, das zu sagen, keine Situation, in dem ihr mit dem Mausrad besser dran seid, es sei denn, ihr zoomt quasi rein über die Umschalttaste und merkt dann, ihr müsst dann nochmal ein kleines Stückchen rauszoomen, ein Tick beispielsweise, also ganz klassisch, wenn eure Shells so lange unterwegs sind, dass ihr noch ein bisschen rauszoomen müsst, dann macht ihr das mit einem Tick, damit seid ihr aber immer noch dreimal schneller, als wenn ihr jedes Mal anfangt, euer Mausrädchen hier zu drehen. Das dauert, das ist, am Ende ist das einfach, Leute, das ist so wie, als will Michael Schumacher auf der Rennstrecke gut sein und der gibt aber nie Vollgas, sondern fährt immer nur 80%. Der hat auch nicht 10 Weltmeistertitel gewonnen, oder wie viel hat er gewonnen? Viele auf jeden Fall, viele. Das ist halt so, das muss nicht sein. Ja, muss nicht sein. Ansonsten ist die Fantastik tatsächlich jetzt rausgefahren, interessanterweise nach da hinten. Und wir haben jetzt hier vor uns eine Richelieu. Und das sollte relativ gut sein.
Ich weiß nicht genau, wie die Brandenburg jetzt hier geskillt wurde. Wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. Aber auf jeden Fall hat die Brandenburg gute Pens auf den Secondaries. Und man muss halt ganz fairerweise sagen, nochmal fairerweise muss man sagen, sag ich viel zu oft, Leute, tut mir sehr leid, dass wir natürlich mit den Secondaries hier sehr, sehr gut die Richelieu pennen können. Läuft, da kommen die Secondaries auch und die schießen sehr, sehr schnell. Seht ihr hier auch, Leute. Es sind auch viele, die relativ schnell schießen. Secondary Power ist da von der Brandenburg. Kommen auch schön Pens. 281 sehe ich hier. Ja, jetzt gehen wir mal wieder rein. Genau, Bordwand wird angezielt. Ist okay, ich hätte ein bisschen höher geaimt. Das ist mir ein Müchenball zu tief. Da gehen die nämlich Torpedoschutz ins Wasser. Die waren besser jetzt. Ne, haben wir auch gesehen, 4200. Auf jeden Fall zu breit. Nicht noch weiter aufdrehen hier. Mehr Engel gegen ihre Tür. Ja, ansonsten sieht es gut aus. Und die Secondaries, die arbeiten hier, Leute. Ne? Die arbeiten. 500, 561, 200. Jetzt arbeiten sie sogar auf beiden Seiten. Ist natürlich auch ziemlich cool. Soll man sagen, dass wir hier auch auf die Fantastik nochmal fleißig wirken können. Und das ist genau die Situation, die wir mit der Brandenburg haben wollen. Ne? Das ist genau das, was wir haben wollen. Schöne Situation, in der man gut ballern kann. Hätte ich jetzt hier niemals so gemacht, niemals aufgedreht. Die Backguns hätte ich stecken gelassen. Da kriegen wir jetzt nämlich auch die Quittung. Ja? Ja? Es ist gut, dass die Runde eingesendet wurde, muss man fairerweise sagen. Da sieht man auch immer, wenn man halt einen Fehler macht, der kann dann halt auch mal bestraft werden. Das ist eindeutig ein Fehler. Auf die Entfernung nimmt man nicht die Backguns. Auf die Entfernung, wenn man so schlechte Firing Angles hat wie die Brandenburg, lässt man die Backguns stecken, geht vielleicht mal HE um und schießt einfach auf das Schiff und lässt den Rest die Secondaries machen. Und man hat auch nicht so viel Damage davon, ne? Ansonsten fahren wir jetzt durch die Mitte. Das finde ich spannend, finde ich gut. Machen wir auf jeden Fall Druck. Ist natürlich gefährlich, aber Leute, kann belohnt werden. Ansonsten, wenn ihr jetzt mal seht, bis auf den Fehler jetzt hier am Ende, hätten wir uns den nicht erlaubt, Leute, wäre das hier easy peasy nach Hause gefahren worden. Ja, also ihr seht selber, wir waren irgendwie bei 20.000 Schaden ungefähr, sind jetzt bei 61.000 Schaden, also wir haben über 40.000 Schaden auf die Richelieu gemacht, also war sicherlich auch ein bisschen was bei der Fantastik dabei, aber sehr, sehr viel Schaden hier auf die Richelieu gemacht und haben selber dafür kaum Leben verloren. Wenn wir halt die 17.000 da jetzt am Ende ein bisschen rausnehmen. Ne? Die waren jetzt sehr, sehr viel. So, haben wir hier eine Roma vor uns und da wird es jetzt schon spannend, weil die Roma steht sehr gut im Kite. Der steht eigentlich perfekt geengelt. Da müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Secondaries arbeiten hier schon wieder. Gerade eben ist der Lütjens auch geprockt. Das ist nice. Der gute Lütjens. Ochio fliegt uns an. Numex haben wir rechts. Das wird gefährlich werden, Leute. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch machen. Das wird gefährlich werden. 6.000 auf die Roma, schön. Gun rausgeschossen, wunderhübsch. Gehen natürlich... Oh, jetzt wieder, dreht wieder hier auf. Zu tief. Ich glaube nicht, dass wir da viel Pen-Damage machen werden. Naja, immerhin ein bisschen. Dreht natürlich hier komplett auf. Haben aber Glück. Die Roma hat aus irgendwelchen Gründen umgeladen auf HE. Was natürlich für uns ein Träumchen ist, ja. Ist natürlich für uns ein Träumchen. Jetzt würde ich hier gerne die Damage-Con sehen. Könnte man hier gebrauchen. Ich weiß nicht, ob sie gezogen wird. Müssen wir mal gucken. Oh, noch ein Brand. Der müsste da rechts auf die Vladivostok jetzt, auf die New Mexico gewesen sein. New Mexico scheint aber auch AFK zu sein, ne? Hier kommt fast gar nichts von der New Mexico. Ja, das ist AFK, Leute. Sehr schön. Da kommen die Torps. Ist auch der Grund, warum wir hier überlegen, ne? Also wenn die New Mexico jetzt hier hin und wieder auch mal auf uns geballert hätte, Leute, dann gebe ich euch Brief und Siegel. Hätten wir das hier nicht so erfolgreich bestanden. Bisschen mehr Lead. Aber da war jetzt mal eine Zieder dabei. Das ist ja spannend. Hätte ich erwartet.
Aber ja, gut. Großkaliber jetzt schon. 147.000. Junge, Junge, Junge. Da rappen wir natürlich ordentlich unseren Damage hier hoch, Leute. Wenn da mal eine New Mexico mit 50.000 Lebenspunkten AFK steht, die kriegt kein Torpedo. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht euer Ernst. Laufen die Dinger kurz Feuer aus? Ach, ist das ärgerlich. Aber gut, Secondaries haben ihn gekillt. Wir sind jetzt hier im letzten Heal. Haben es also genau richtig gemacht, Leute. Letzter Heal. Perfekt. Damagecon drücken. Jetzt, please. Jetzt, please. Please, now. Now, please. Letzter Heal. Damagecon. Komm, komm, komm. Ja, wunderbar. Ja, ob dass wir die Runde hier gewinnen, das glaube ich, wird wohl nicht der Fall sein. Wir sind 5 zu 10 hinten, aber ordentlich, ordentlich, ordentlich rausgerockt gegen die Roma. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so gut hinkriegen gegen die Roma, aber jo, die Secondaries der Brandenburg, Leute. Die Secondaries der Brandenburg. Ja. Hier beispielsweise würde ich gerne das Spotter-Plane noch sehen, weil dann würden wir ihn vielleicht nämlich noch mit dem Plane spotten. Also die Cleveland mit dem Plane spotten. Jetzt nicht gesagt, dass das der Fall sein muss, aber könnte durchaus möglich sein. Ja, und ansonsten haben wir da eine Fantastik, eine Z31, eine Aviere, eine Edinburgh, eine Bayern. Meine Fresse, wie viele Schiffe noch, die da in unserem Cap rumlungern. Uns fliegt die ganze Zeit die Rochrio an und wir haben eine Cleveland hinter uns sitzen. Hier jetzt noch zwei Heals, Leute, und dann wäre alles drin. So sieht das leider, leider, leider ziemlich gefährlich aus. Ja, schön geschossen. Schön hoch. Wunderbar. Der dreht eh raus. So soll es sein. 2-8er. Ja, geht uns natürlich ein bisschen der Punch, muss man fairerweise sagen. Aber dafür haben wir gute Secondaries. Die machen hier richtig Alarm, Leute. Ne? Seht ihr das? Was hier an Secondaries rauskommt, Leute, wenn man low ist. Unser Team verlässt sich auf sie. Ah ja, sehr geil. Wir kriegen jetzt hier nochmal einen... Kriegen jetzt hier durch Lütjens, weil wir die Rochrio gespottet haben, nochmal ein Heal. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr nice. Sind jetzt hier rumgegangen auf die Rochrio. Schießen jetzt auch nochmal drauf. Holen uns da nochmal ein bisschen Damage, Leute. Jetzt werden wir aus der Mitte angeschossen. Das... Was sein, ich weiß nicht genau, aber Leute, guckt euch mal an, was hier für Damage kommt. Guckt euch mal an, was das für ein Schaden ist in kürzester Zeit, der hier durch die Secondaries auf die Rochrio regnet, Leute. Das ist doch Wahnsinn. Der war full live vor 20 Sekunden und das war mit dem Carrier, Leute. Also das, ja, das ist halt, wenn Secondaries treffen und wenn sie pennen, dann gibt es halt Damage ohne Ende. Muss man einfach fairerweise mal sagen. Da gibt es richtig, richtig viel Damage, muss man schon wieder fairerweise sagen. Tut mir sehr leid für die Ausdrücke heute, Leute. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber ja gut. Schöne Runde. Sehr, sehr schöne Runde. Wunderhübsch anzuschauen. Wunderhübsch. Spannend auch bis zum Schluss. Natürlich hat uns die Cleveland, muss man echt mal sagen, davonkommen lassen. Also, ich meine, wir hatten 2000 Leben gehabt. Sind jetzt bei 240 Eumelchen. Und die Cleveland ist so weit weggefahren, dass er keine Range mehr hatte und nicht auf uns geschossen hat. Macht man natürlich jetzt auch nicht so. Man nimmt dann natürlich hier den Dings raus. Aber ansonsten, Leute, also wir haben hier rausgeholt aus dem Schiff, was ging. Und ja, mehr war nicht möglich, Leute. Ne? Mehr muss man einfach fairerweise sagen, war nicht möglich. Wir haben hier gemacht, was ging. 4 Kills, 500 Secondary-Treffer, Großkaliber, den Flugabwehr-Experten, Leute. Und das auf der Brandenburg. Wahnsinn. Ganz, ganz stark. Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, und wir überleben tatsächlich sogar Runde durch. Durchgekappt das Teil. Sehr, sehr spannend. Gut, so, dann würde ich euch mal die Endscreens präsentieren. Also, wir haben 213.000 Schaden gemacht, wie gerade eben schon gesehen, 1,3 Millionen Credits. Hier muss auf jeden Fall ordentlich was drauf gewesen sein. 86 Main-Battery-Treffer, hätte ich gedacht, dass das mehr sind. Ja, hätte ich gedacht, dass das mehr sind, aber okay. 1.400
Leute, aber doppelt so viel wie der zweite. Junge, 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 Junge. Haben wir aber einen Tanz aufs Parkett gelegt, du. Wahnsinn. Dann haben wir jetzt hier auf der Roma 58.000 Schaden. Ich sehe leider nicht, wie viel er auf der Roma gemacht hat mit Mainguns, mit Secondaries. Aber insgesamt, Leute, 87.000 mit Secondaries, 35.000 durch Brände. Wahnsinn, was wir an Secondary Damage gemacht haben, Leute. Dann kommt die AP von der Main Battery dazu, 90.000. Ordentlich, ordentlich, Leute. Ordentlich, ordentlich. Auch die Rio, Leute, 30.000 Schaden hier in kürzester Zeit. Sehr, sehr schön, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schön. Alütjens. Wunderhübsch. Schöne Runde. So, jetzt die Skillung. Aha, okay, alles klar. Also IFAG haben wir hier nicht mit dabei. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das bei der Brandenburg nötig ist, ob man da die 32 Mil Pen haben will. Bin ich mir nicht 100% sicher. Hätte man natürlich sich überlegen können, ob man es will oder nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz im Klaren darüber, was die für Secondaries genau hat. Prinzipiell ist es ja bei den Deutschen so, also das Kaliber ist ja da entscheidend, dass man 32 mm Pen haben will, weil mit 32 mm Pen pennt man nämlich auch Schlachtschiffe. Schlachtschiffe haben ja Bow und Stern von Rang 8 im Regelfall bis Rang 10, Rang 11 genauso. 32 mm Bow und Stern, also Nase und hinten Heck. Außerdem gibt es welche, die haben 32 mm Deck etc. Kasematte, die sind einfach weich gepanzert. Da pennt man dann natürlich ordentlich. Deswegen würde man dann IFAG mitnehmen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob man das jetzt hier auf der Brandenburg tut. Deswegen sage ich erstmal, Skillung super, super fein. Kann man genauso fahren. Adrenalinrausch, wunderbar mit den Torpedos. Das ist auch super. Kann man genauso machen. Lütjens ist natürlich ein Traum einer Wahl auf diesem Schiff. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, lieber Black Sails, Dankeschön fürs Einsenden. Eine sehr, sehr schöne Runde. Einen Tipp konnte ich dir geben, das mit dem Rauszoomen, das ist, glaube ich, würde dir, glaube ich, auf jeden Fall sonst noch helfen. Und ansonsten war das eine schöne Runde. Aggressiv gespielt. Alles gut gegangen. Aber wenn die Numax da gewesen wäre, ich weiß nicht, ob das dann so gut gelaufen wäre. Ansonsten, Dankeschön fürs Einsenden. Sehr schöne Runde. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.